Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ich will mal was versuchen, was vielleicht funktionieren könnte, wenn wir den von hier oben angreifen, um nicht mehr in diesen Zeitloop-Modus zu kommen, der immer wieder passiert, der mich aufregt. Müsste hier oben, also hier unten gleich sein. Also ich versuche ihn mal nach da unten zu locken. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Wenn er gleich wiederkommt. Aber hier sind wir einigermaßen in Sicherheit. Ne? Da ist er wieder. Alter. Sein scheiß Zauber. Wo ist der? Ich sterbe jetzt gleich, verdammt. Alter, dieses Elektrozaubers. Richtig overpowered. Aber den Sonnengeborenen muss ich loswerden. Dum, 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 dum. So, Ziegenfleisch gönne ich mir jetzt mal. Ich hoffe, er regeneriert sich nicht. So, der ist unter mir. Da. Okay, kurz abwarten. Das wird langer. Unnötiger Kampf mit dem Bogen. Hab ich Heiltränke? Ich habe die alle schon verbraucht, ne? Ich brauche bessere Ausrüstung. Wie soll ich gegen den dann ankommen? Ist Skarak dann das Beste? Also, die Set der Skaraks, diese hier, sind die die Besten? Sonnengeborenen gehen mir aber auf den Sack. Aber ich glaube, anders komme ich ja nicht ans Ziel. So, wieder warten. Bis Gesundheit einigermaßen voll ist.
Ich hoffe wirklich, der regeneriert sich nicht. Wo ist er hin? Da. Alter, wie schnell mein Leben vorbei ist. Wer sind diese Sonnengeborenen überhaupt? Was? Was hat er gesagt? Ein Moment. Abwarten. Der ist jetzt da oben irgendwo. Beziehungsweise da vorne irgendwo. Echt jetzt? Das ist ein langer Kampf mit dem. Hoppala. In der Zeit kann ich mir vielleicht nochmal ein bisschen was zu trinken eingießen. Ich habe mein Glas nicht aufgefüllt. So, jetzt noch mal. So, wo ist er? Ich sehe nicht. Autsch. Er trifft mich, aber ich ihn nicht. Sehe nicht. Dann warten wir. Dann warten wir halt noch ein bisschen. Zehn Minuten nur an einen Sonnengeborenen bis jetzt verschwendet. Wenn der tot ist, ich speichere. Was ist auch hier für ein Wetter? So, der müsste jetzt eigentlich da unten wieder auftauchen. Ich sehe nur nicht. Da ist er. Nein, geh in die andere Richtung. Thank you.
Alter, der mit seinen Scheiß. Blitz. Ja. Wir haben ihn. Es hat automatisch gespeichert. Okay, nice. Ich speichere vorsichtshalber auch selber noch einmal. Und die Windwurz nehmen wir mit. Und mein Stuhl ist wieder ein bisschen runtergerutscht. So, wo liegt der? Da. Der macht 37 Schaden, warte mal. Jetzt nochmal vergleichen. Plus 5. Sorry, rote Sonne, aber das hier macht mehr Schaden. Er macht die Geräusche. Noch ein Sonnengeborene. Zwei Sonnengeborene. Ich hoffe, da ist jetzt kein Magier mit bei. Scheiß Magier ist wieder mit bei. Wo ist der? Ich mache erstmal den einen platt. Autsch. Mist, der ging dann daneben. Okay, die gehen alle daneben. Vielleicht noch ein bisschen weiter zurück. Der kommt immer näher. Mist. Ich bin ihm genau in Feige gelaufen. Ach, das sind sie. Und der scheiß Magier kommt jetzt auch noch. Warte mal. Das wird gleich gefährlich. Wenn ich mich jetzt nicht verstecke. In Sicherheit wiege. Ja, ich speichere das auch einmal.
Den scheiß Zauberer müssen wir loswerden. Aber wie kommt's, dass... Sorry, wenn ich das mal so sage, aber die sind ja eher primitiv gekleidet und so weiter. Wie kommt's, dass von denen die Sachen so stark sind? Da ist der Zauberer. Der Zauberer muss... Oder warte, erstmal vielleicht den da. Okay, den Magier zuerst. Okay, den da. Und jetzt renn! Renn, habe ich gesagt. Der ist immer noch hinter mir, ja? Okay. Gab es nicht irgendwie so einen Zauber für Blitzschutz oder sowas? Ich muss rennen. Man hat gegen den sonst gar keine Chance. Rennen und sich verstecken. Hier ist man wirklich sicher. Auf dem Felsen. Da unten ist er. So, den will ich mal da ein bisschen höher locken. Damit ich den auch sehen kann. Beziehungsweise die. Echt jetzt? Hier kann ich nicht wirklich schießen? Hier habe ich ein dickes Problem. Und mein Leben lädt nicht mehr auf. Er hat die Witterung aufgenommen. Aber wo ist er? Ach, da unten.
den will ich jetzt mal treffen. Was ist mit dem? Okay, der ist tot. Vielleicht einmal speichern. Alter, die sind aber auch schlimm, diese Sonnengeborenen. Aber gut, dass er mich hier nicht sieht. Da läuft er. Hä, wo ist er? Ich verstecke ihn mal lieber. Was labert der? Ein Orbeier? Hat der gerade einen Orbeier beschworen? Okay, der Orbeier läuft keine Ahnung wohin. Ich muss mich jetzt hier verstecken. Auf dass er mich verliert. Aber hier in der Ecke sieht er mich nicht. Und der Orbeier läuft wo auch immer hin. Naja, aber anders weiß ich mir gerade nicht zu helfen gegen die. So, jetzt abwarten. Und vorsichtig beobachten, wo er hingeht. Okay, der Obaya ist weg. Da läuft er schon. Und hat mich jetzt schon gewittert wieder. Ich würde ihn gerne sehen, wenn der Baum da nicht wäre. Wo ist denn der Typ jetzt?
Alter, seine Blitzschüsse. Diese Blitzmagie, ich hasse diese Blitzmagie. Ich bin fast tot. Habe ich vielleicht auch bessere Pfeile? Eterner Bogen? Okay. Eterner Pfeile? Nutz die Pfeile mal, gleich. Wenn wir davon schon um die 1000 Stück haben, warum nicht, ne? Warte mal. So, 40. 44. Brandpfeile. Feinstahlpfeil. Rote Sonne. Hier Runenpfeil. Wir bleiben bei denen. Echt jetzt diese Wildmagier? Oder allgemein, ich hasse mittlerweile immer mehr und mehr Zauberer. Die sind immer OP. Wir regenerieren kein Leben mehr. So. Das geht jetzt hoffentlich ganz schnell. So, wo ist der Penner? Ich versuche den mal dahin zu locken. Wo ist er? Ich lock ihn hier mal an. Ja. Wir sind diesen Penner losgeworden. Komm ich hier runter, heile? Geht so. Nein, jetzt stecke ich hier fest. Gehen wir so rum. So. Echt jetzt? Wie stark sind die? Die Rüstung ist nicht mal... Meine Rüstung ist besser als deren und die halten mehr aus? Was sind das für Leute? Kettenblitz.
wiederbeleben. Sonst gibt's jetzt nichts, ne? Ach, Antennapfeile. Boah, bin ich froh, wenn ich mit denen nichts mehr zu. Sternlingswerkstatt? Ach, das sind Sternlinge hier? Oder wie jetzt? So, der ist noch nicht hinüber. Der ist jetzt auch hinüber. Ich hoffe, ich finde jetzt keinen Sonnengeborenen hier. Vier Sterne gewinnen, kein Problem. Was ist das für ein Geräusch? Alter. Wo muss ich hier drauf? Ich glaube schon. Hört sich an wie so ein Riesencomputer. So ein altes. Seelensteinfragmente. Gegenstand zu Kurumai bringen. Ist hier noch irgendwas? Ja, da gibt's was. Gewisse Aufzeichnung. Interagieren Hebel. Erzählung des Wanderers, der Vielgereiste. Nehme ich mal mit. Diamant. Zauberbuch Obaya rufen. Zeta Skarak, Skarak-Helm. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich will mal gucken. Alter. Okay. Das sieht geil aus. Das müssen wir speichern. So, wofür waren jetzt die Hebel, die ich jetzt gemacht habe, hier betätigt habe? Gibt es hier noch einen Weg raus? Oder muss ich durchs Wasser? Wir waren auf der Seite. Gibt's hier noch mehr?
Irgendwie will ich erst wissen, ob es hier noch mehr zu entdecken gibt. Abgesehen vom Setascara-Helm. Also, wenn wir uns das hier genauer ansehen. Ich glaube, die Scarab-Rüstung könnte hehl gefallen. Oder so wie das jetzt aussieht. Müsste ich mal ein Foto machen und ihr schicken, wie das aussieht. Oder wenn ich das komplette Set habe sogar. Ich weiß noch nicht, wie das komplette Set aussieht. Könnte auch sein, dass wie Drachenknochen aussieht. Ich glaube zumindest der Helm. Wo ist denn der Ausgang? Nach Talgard wieder zurück. Ich will wissen, ob es hier noch mehr gibt. Von der Seite kommen wir aufs Schiff. Ja. So, Eterna Streitkolben, geräumiger Rucksack, Silberstreitkolben, Dietriche, Ring des Blitzresistent. Silberstahl, Großschwert, Smaragd, Feuerelementar rufen. Haben wir Schmuck überhaupt an? Amulett der Leichtfüßigkeit? Amulett der, der Verbergung? Diadem der eisernen Flamme? Diadem des Limbus? Der Blitzresistenz? Ring des Adlerauge haben wir an. Okay. Ziehen wir aber die Blitzresistenz lieber an. Ring der mächtigen Ausdauer. Schwerrüstung um 17 Punkte verbessert. Erhöht Mana um 17 Punkte. Blitzresistenz. Den brauchen wir. Der ist wichtig. Dann sind wir hoffentlich besser gewappnet gegen Blitzschaden. Da ist eine Eispranke. Und jetzt die ganze Treppe wieder hoch. Warte mal, was waren das für Amulette sonst? Ich würde vielleicht Bollwerk, Amulett des, des mächtigen Bollwerks mal nehmen. Damit wir auch besser uns schützen können. Schleichen nutzen wir hier tatsächlich irgendwie weniger als gedacht. So, wir sind wieder oben. Ist das Metall oder? Singt wieder wer? Oder ist das von dem Soundtrack? So, ich weiß jetzt nicht, wie gut wir gegen den da jetzt gewappnet sind.
scheiß Magier. Ja, du kannst mitkommen. Dein Zaubererfreund, eher weniger. So. Die sind. Der ist sogar noch mal um eins besser als meins, oder wie jetzt? Ich wollte schon sagen, weg damit dann. Jetzt einmal kurz abhauen. Und verstecken. Damit wir uns wieder regenerieren können. Talgard Krematorium? Wir müssen was essen. Nehme ich trotzdem jetzt. Brot. Und vielleicht noch. Ich hoffe, der Magier ist jetzt nicht in der Nähe. Und dann will ich im Nahkampf versuchen, den mal zu besiegen. Ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich es da oben ist. Wie viele von diesen Sonnengeborenen gibt's. Ja, wir haben ihn. Ich vorsichtshalber noch einmal. Kommen drei Stück. Vier. Aber ich sehe nur einen, der gerade dort war. Okay, das ist eine ganze Festung voll mit denen. Oh nein. Und noch Nubaya. Ich werde sterben. Okay.
Kann ich irgendwie hier irgendwo hochklettern und mich... Kommt die hier ran? Ich hoffe, der Ubaya ist jetzt gleich weg. Also die kommen jetzt nicht an mich ran, ne? Okay, so geht's wieder. Okay, jetzt sind diese hier. Yo, die töten mich. Okay, ich brauche wieder einen neuen Versteck. Warum ist meine Ausdauer so langsam am Aufladen? Wer sind die? Ich hoffe, weit genug. Okay, da komme ich nicht hin. Einen sind wir schon mal los von denen geworden. Ich glaube aber, da komme ich nicht gegen an. Aber ich glaube, die Skarak-Ausrüstung, dieses Set vom Skarak, ist das Beste. Vor allem auch, die sehen cool aus. So, jetzt müssen wir noch einen Weg wieder von hier wegfinden. Denn hier ist es mir doch ein bisschen zu gefährlich. Mächtiger Braunbär. Okay, so mächtig war der Braunbär nicht im Vergleich zu den anderen Sachen, die mich hier getötet haben. Talgar Krematorium entdeckt. Ah, gut, dass wir nicht da reingegangen sind. Gehen wir vielleicht irgendwann mal rein, aber nicht jetzt. Boah, ich will eigentlich das komplette Skarak-Set haben. Eventuell werde ich mich wirklich mal schlau machen, wo man die Teile findet oder zumindest welche Quests ich dafür machen muss, um dahin zu kommen zu den ganzen Teilen. Hier sind irgendwo Knochen am Rumfliegen. Das Set hätte ich wirklich gerne. Komplett, vollständig. Und das Krasse ist, ich fühle mich ab jetzt hier schon zu Hause.
Dabei war ich eigentlich eher hauptsächlich im Herzland fühle ich mich zu Hause, aber nach der Aktion fühle ich mich jetzt schon hier zu Hause. Unglaublich. Hier fühle ich mich schon sicher. Warte mal. Hier nicht noch eine Quest gehabt? Warte mal. Ein Tropfen in einem Meer? Juslan im Labor des Konikums treffen? Im Rahmen einer Besprechung über eine anstehende Mission mit Mirail bat mich Juslan bei Gelegenheit im Labor vorbeizusehen. Oh. Blut und Staub? Mythen und Legenden? Die Herren der Verstoßenen? Manfreds Vermächtnis? Die Spuren, die wir hinterlassen, das Wrack der Morgentau finden und nach Hinweisen auf Taras Verbleibung. Ja, Spuren im Sand. In der Nähe der Quellwacht Niederlandsnisteln suchen, in der Wüste Staubmahnenstacheln finden. Achso, Geheimnisse aus der Büchse. Den rätselbehafteten Ort finden. Ich glaube, den müsste ich wirklich mal googeln. Alle Bände des Schlechters von Ark lesen. Verlorene Herzen. An der Sonnenküste sein Herz zu drücken. Findet Max Schönblutes. Arks letzte Wacht untersuchen. Das können wir machen. Ist doch hier in der Nähe, oder nicht? Da! Noch so ein. Wir suchen Truhe. Topf eines alten Volkes. Jein. So, Leuchtner Thoriumbahn, zwei Schattensteinbahnen, Goldbahn, zwei Mondsteinbahnen, sechs Einzelteile. Das bräuchte ich, um den herzustellen. Wenigstens gibt es hier wegestreuen Pfeile. Achso, hier. Da liegt ja jemand. Straßendieb. Feinen Genesungstrank hat er. Ich würde hier vielleicht mal 10 Uhr abends. Genau, Punkt 10 Uhr sogar. Sechster der Hungertage. So, jetzt ist hell. Achso, der Myrade. Hier rennt was nicht. Warum rendert es hier nicht? Nach Klippensprunggrotte, Heiligtum. Ich glaube, ich gehe hier mal. Bevor. Ah, jetzt hat's gerendert. Okay. Ach, natürlich muss hier auch so einer sein. Gibt's hier denn was? Nope. Nur eine Aussicht, aber ich bin jetzt gerade nicht wegen der Aussicht hier.
Okay, wenn man genau überlegt, das ist schon krass. Dann haben die hier noch eine Mauer gemacht. Ach. Ich kenn's hier nimmer. Oh, wir sind wieder aufgestiegen. Okay, aber dann würde ich sagen, machen wir ab hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.